Mit einem Lächeln im Gesicht Dominik Stahl, der ehemalige Löwe, der nun schon seit einigen Jahren für die Spielvereinigung Unterhaching aktiv ist und heute Abend ja mitgeholfen hat, ja, einen Punkt zu gewinnen, können wir es wirklich so sagen? Ja, also ich denke, wenn man so kurz vor Ende das Tor macht, kann man schon sagen, kurz davor verschießt man einen Elfer, wo wir vielleicht schon einen Ausgleich erzielen können. Aber ich sage so, wenn man die Chancen im Gesamten sieht, muss man vielleicht sagen, dass wir heute ein bisschen die Glücklicheren sind mit dem Punkt. Und den nehmen wir aber auch mit. Ihr könnt es, glaube ich, sehr gut leben mit dem Punkt. Ihr werdet oben in der Tabelle dabei bleiben. Die 60er sicherlich, die werden im Mittelfeld rangieren. Und von daher ein Spiel, was am Ende vielleicht, ja, kann man so sagen, ein gerechtes 1:1, ein gerechtes Unentschieden. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich glaube, dass wenn man die Chancen für sich betrachtet, gerade mit den Konter, die Löwen noch gehabt haben, muss man vielleicht sagen, dass das ein Tick glücklicher ist für uns heute. Nichtsdestotrotz verschießen wir auch einen Elfer, wo wir vielleicht schon einen Ausgleich erzielen können. Und ja, ich denke, unterm Strich ist okay. Was sagst du so, wenn man einen Blick auf das Stimmungsbarometer wirft? 14.200 Zuschauer, für euch zum ersten Mal ausverkauftes Haus dieser Saison. Habt ihr auch noch nicht erlebt, so eine Kulisse. War es ein bisschen beeindruckend, vielleicht ein bisschen bedrückend am Anfang? Nee, das glaube ich nicht. Wir hatten es ja schon kürzlich mal in der Relegation, dass da recht viel los ist. Natürlich nicht so ganz so viel wie heute. War auf jeden Fall cool, können wir sich dran gewöhnen, aber wird wahrscheinlich jede Woche so sein. Was macht sowas aus, wenn plötzlich so volles Haus ist und ihr merkt, oh, da tut sich was, da kommen vor allem viele, viele Gästefans? Ja, ich denke, es ist eine riesen Gelegenheit für eine Mannschaft, wie wir sie sind, den nächsten Schritt zu machen und da in der Entwicklung noch mehr fokussiert zu sein, auch auf das Spiel und das Drumherum versuchen auszublenden. Weil wir wussten, dass die Fanmacht von den Auswärtsfans heute groß sein wird. Aber ich denke, das haben wir ordentlich gemacht und ich denke, es war okay. Schwere Sache, aber gleich so den Sprung zu machen zum nächsten Spiel. Groß Asbach ist dann der nächste Gegner. Erwartet euch dort eine vielleicht leichtere Aufgabe dann? Nee, keineswegs. Es wird wieder ein ganz anderes Spiel werden. Auf das haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit, uns vorzubereiten. Und dann schauen wir mal, was die Stärken sind von denen. Und dann werden wir uns darauf einstellen. Danke.